zu unserem nächsten Talk. Die nächste Talk ist von der Regine Debatty. Sie wird die Guten, die Seltsamen und die Bösen in Science and Technology 2018. Guten Abend. Auf euer Übersetzer ist André und Florian. Gut. Sie sucht noch ihre Slides. So. Guten Abend, je alle. Ich bin ein Blogger seit 2004. Ich mache mein Geld mit Kunst. Mein Blog schaut sich die Kombination zwischen Science und Technologie an, also zwischen Wissenschaft und Kunst, mit Blogger und Künstler. Ein paar Wochen ist es her. Hat mir der Kongress ein Mail geschickt und hat gesagt, ob ich einen Überblick geben kann über die aufregendsten und spannendsten Dinge, die in dem vergangenen Jahr in dem Bereich passiert sind. Am Montag habe ich mich entschlossen, das zu machen und habe beschlossen, euch die schönsten und tollsten Sachen zu zeigen, die im vergangenen Jahr passiert sind. Das ist irgendwie ein bisschen aus den out of bound gegangen. Ich habe ein Narrativ gesehen da drinnen. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen zeigen, die ich wirklich interessant gefunden habe. Aber ich werde es in ein größeres Narrativ einbetten. Und das Narrativ bezieht sich auf, wie Künstler heute Wissenschaft oder besonders Technologie einsetzen. Sie verwenden natürlich die Wissenschaft und vor allem die Technologie, um neuen Herausforderungen zu begegnen in ihrem Bereich. Das ist der Triste Porter, entdeckte Gesichter. Es ist einer meiner Lieblingskünstler, daher ist er drinnen. Der hat eine Soloausstellung gehabt, hat in Eindhoven in Holland eine eigene Ausstellung gehabt. Das sind, er hat also jeweils einen Klotz Lehm auf den Tisch gestellt und andere Künstler gebeten, zu kommen und Porträts zu machen. Es wurde nicht nur, es hat zugeschaut, aber er hat also Gesichtserkennungssoftware eingesetzt und hat versucht herauszufinden, ob hat so lange gewartet, bis die Software gesagt hat, sie erkennt ein Gesicht. Da gibt es schon schlimmere Sachen für Gesichtserkennungssoftware, als das so einzusetzen. Also das System arbeitet mit verschiedenen Parametern, um Gesichter zu erkennen. Manche sind schneller, manche sind langsamer. Aber es ist immer wieder anders. Warum? Der Grund, warum ich das wert gefunden habe, dass er das erzählt. Da geistern so viele Begriffe durch die Gegend, Algorithmen, Big Data, Artificial Intelligence. Aber hier sieht man, wie ein System in der Kultur, im Kulturschaffen angewandt werden kann. Und es empowert natürlich auch den exklusiven Anspruch von Menschen, Kunst zu erkennen, zumindest was ein Porträt betrifft. Heutzutage zum Beispiel kann man eine Musik hören und sagen, ah, das ist aber hübsch, solange es jemand sagt, ah, das hat ein Algorithmus gemacht, diese Musik. Das passiert natürlich überall in der Kunst, auch besonders auch im visuellen Bereich. Wenn man sich eine zum Beispiel Zeitung anschaut,
Eins der letzten Beispiele dafür, das ist das ziemlich beeindruckende Porträt eines Mannes. Das hat ein Algorithmus gemacht. Und das wurde bei Christie's versteigert. Es wurde 40 Mal so hoch teuer verkauft bei Christie's, wie die ursprüngliche Schätzung war. Das zeigt fast eine Million Dollar. Das ist immerhin sehr beeindruckend. Also mir fällt auf die Schnelle nichts ein, was von einem Algorithmus gemacht wurde, das mich so beeindruckt hätte und was so beeindruckend gewesen wäre wie diese Arbeit. Von Artificial Intelligence geschaffene Kunst. Da gibt es ein Programm bei der Art Basel, und eine Studie sagt, dass die Algorithmen teilweise bessere Kunst machen als viele Menschen. Haben sie eine Befragung gemacht. Sie haben gesagt, schaut euch diese Bilder an, die ein Computer gemacht hat. Und sie haben sie mit Bildern, die Künstler gemacht haben, also Menschen. Und die haben gefragt, also die Befragten, sie sollten urteilen, welche bei Maschine gemacht wurden und welche von Künstlern gemacht wurden. Und sie sind drauf gekommen, dass die Computersysteme, die Bilder machen, die Leuten besser gefallen als das, was Künstler gemacht haben. Also wenn Sie sich sagen, naja, eines Tages wird mich AI schon beeindrucken, ich glaube, wir sind schon dort. Also vielleicht werden die Maschinen wirklich eines Tages unsere Jobs wegnehmen, aber wenn man sich das anschaut. Die Kunst, die mich interessiert, ist so, dass ich mir denke, es gibt eine Herausforderung gegenüber den Computersystemen und da gibt es neue Bereiche zu erkunden und neue Bereiche für die Kunst zu erschließen. Und das wird die Artisten nicht brotlos machen, sondern wird es einfach in neue Bereiche führen. Ich habe also keine Angst, dass Künstler, ich bin vielleicht für die Kunstkritiker ein bisschen besorgt. Diese Antwort der künstlichen Intelligenz ist tatsächlich ziemlich alt. 2006 wurde in Paris eine Ausstellung gezeigt, ein Programm, das automatisch Texte generiert hat, die von Kunstkritikern geschrieben wurden. Es tut mir jetzt leid, dass es in Französisch ist. Also, es gibt es ist da offensichtlich, dass die Wahrheit der Intimität die Fehler rechtfertigt. Trotzdem, die Écriture, also das. Entschuldigung, ich muss übersetzen. Die Schrift übersetzt das Unverständliche in der Kunst. Je nachdem. Dies ist eine andere Arbeit, die ich wirklich mag, von 2018. Das ist eines dieser. Eine dieser Werke, die herausfindet und versucht, künstliche Intelligenz zu unterwandern. Es hat mehrere Home Assistants, die sitzen und miteinander reden. Ihr kennt vielleicht die Künstler, das ist die Mediengruppe Bitnik und Low Jack. Low Jack ist ein Kompromant und die haben dieses Album gemacht. Für Alexa und Siri und all diese Geräte und haben das herausgebracht. Die Musik ist so versucht Alexa dazu zu bringen, zu reagieren und versucht, ist darauf trainiert, daraus auszudrücken, die Art von Ideen, die Angst, und die Zweifel, die man hat.
die der Künstler hat und die einige von uns über diese sogenannte Heimassistenten haben, wo man fürchtet, dass man das die eindringt in den privaten Bereich, die versucht, unmerksam Leute zu verfolgen und zu. Ich möchte euch jetzt einen in diesen Tracks anhören lassen. Es gibt 3 davon. Ich spiele den einen. Das ist dieses Lied? Oh ne. Oh my God, what is that? That's my. Oh, was ist das? Yeah, my boyfriend is watching. He's going to laugh so much. yeah, let's be serious. Okay, das ist wieder ernsthaft werden. Es gibt 2 Gründe, warum dieses Werk interessant ist. Der erste ist, dass man nicht wirklich eines dieser Geräte zu Hause haben muss, um sich darüber zu amüsieren. Es ist tatsächlich dazu gedacht, so laut wie möglich gespielt zu werden. Also man braucht diese Geräte nicht zu haben. Man kann die Musik sehr laut anstellen, das Fenster aufmachen und hoffentlich wird es mit irgendjemandem Gerät bei den Nachbarn interagieren und mit deren Haushalt Dinge durcheinander bringen. Natürlich ist Alexa so designt, dass es als so dicht, so ähnlich zu einem Menschen erscheint, wie sollte, wenn man Fragen stellt und es antwortet. Und das ist so, es ist Alexa programmiert. Und wenn ein Update im Programm ist, dass es sich ändert. Und wie ich gesagt habe, die Künstler haben diese Platte gemacht, um mit den Sorgen und über diese Techniken umzugehen. Es gibt ein paar Probleme über diese Systeme. Eines davon ist, ihr wisst, dass die Überwachung. Sie kommen mit Überwachungssystemen, die in die Hardware eingebettet sind und in die Software. Und du weißt es vielleicht, du wirst es nicht realisieren, bis du es merkst, dass diese Geschichte hier hat vor einer Weile in den Nachrichten erscheint. Die Geschichte von einem Deutschen, der Amazon eine Frage gestellt hat, ich möchte alle Daten, die über mich gespeichert hat, über die letzten Jahre, und dann kriegt er diese Datensets, außer dass er die falsche Datei gekriegt hat. Er kriegt 1700 Alexa-Sprachaufzeichnungen, aber er hat überhaupt kein Alexa, das waren nicht seine Daten. Also er schrieb an Amazon zurück, das ist falsch hier. Amazon hat nie geantwortet. Also was hat der Typ gemacht? Er ging zu einer deutschen Zeitschrift und der Reporter,
der hat analysiert und sie haben es geschafft, diejenigen, die ursprünglichen Eigentümer der Daten zu identifizieren und wer seine Freundin ist und wer seine Freunde sind. Und wenn man alle diese Daten von Alexa verbindet mit dem, was sonst auf Facebook oder anderen sozialen Medien erreichbar ist, kriegt man ein sehr besorgniserregendes Bild, warum Künstler und andere Leute über Alexa besorgt sind. Und sie heißen smarte oder intelligente Geräte, aber manchmal sind die Empfehlungen von Alexa nicht sehr, sehr intelligent oder klug, so wie Alexas Empfehlung, tötet deine Pflegeeltern. Oder die reagieren auch nicht immer auf die Personen, auf die sie reagieren sollten. Es gibt eine Geschichte von Rocco, dem Papagei. Und Rocco, wenn er alleine zu Hause ist und sein Eigentümer weg ist, dann imitiert er die. Gibt es Videos von wie Rocco die Stimme von Alexa imitiert? Aber er hat auch Brokkoli und andere Sachen zu dem Einkaufswagen oder Eiscreme zu dem Einkaufswagen seines Eigentümers hinzugefügt. Oder es gibt immer wieder in den Nachrichten oder in den Zeitschriften Geschichten darüber, dass wenn ein TV-Ansager was sagt, okay Alexa, mach dieses hier, so bestell mir ein Puppenhaus. Und dann werden halt online Puppenhäuser bestellt. Ja, und wie ihr seht, diese sogenannten smarten Systeme sind nicht smart genug, dazu zu unterscheiden zwischen dem tatsächlichen menschlichen Wesen, dem in dem Raum ist und dem es gehorchen sollte, und Stimmen, die aus dem Radio oder aus dem Fernseher oder von Tieren kommen. So, es gibt noch andere Art, wie intelligente Maschinen verwirrt werden können. Ebenso sind wir verwirrt, wenn die Worte künstliche Intelligenz, wenn manche Leute denken, das hören, denken sie den Hype. So, wir lesen darüber, wie in China es diese super, super effiziente Überwachungsnetzwerke gibt für Videoüberwachung und die sehr weit entwickelt sind und sehr. In der Wirklichkeit ist es eine Theorie, aber in der Wirklichkeit gibt es Grenzen der Technik und auch in der Bürokratie, und einige Daten, die in den Dateien sind, die sind nicht zuverlässig, und die Arbeit der Polizei wird nicht wirklich dadurch geholfen, dass es diese Daten gibt, viel zu viele Daten und Fotos. Aber vielleicht kommt es nicht darauf an, wenn das System völlig funktioniert. In der Überwachung reicht es, dass wir denken, dass wir eventuell unter der Überwachung stehen, um uns dazu zu führen, dass wir passiv sind und gehorchen. Also man sagt uns, dass das demnächst am Markt erscheinen wird. Also die fahrenden Autos werden für morgen angekündigt, aber sie werden immer noch, in Wirklichkeit trainieren sie und sie identifizieren falsch und sie glauben, das ist eine Shopping Mall, wenn da ein Verkehrsschild steht oder also da ist noch in Wirklichkeit sehr viel menschliche Intelligenz hinter den artifiziellen Intelligenzmaschinen. Also es wird sehr viel nachgetaggt in Wirklichkeit. Es ist zwar, diese Kollegen in China korrigieren in ununterbrochen False Positives bei Bildern, bei Face Recognition Bereichen. Das ist eine sehr monotone und fade, also langweilige Arbeit. Und
diese unsichtbaren Leute hinter bei Amazon, die wir künstliche Intelligenz nennen, das erinnert ein bisschen an den sogenannten mechanischen Türken. Also die Arbeit wird in kleine Bereiche aufgeteilt und die Arbeit wird sehr schlecht bezahlt und verliert ihren Wert. Diese Arbeit wird ununterbrochen mehr und mehr, findet auch Eingang in künstliche Arbeiten. Da ist es sicher eine Crowdsourcing-Plattform, wo man Logos entwerfen kann oder grafische Erscheinungsbilder für das eigene Unternehmen oder Shootings von deinem Browser, Fotos, Bilder von deinem Also da wird angeboten, in 48 Stunden bekommst du ein super Logo. Und das ist wirklich gerade alles AI. Also die verlassen sich ziemlich rücksichtslos auf prekäre Arbeit. Sie glorifizieren sozusagen diese Art, sich zu Tode zu arbeiten. Was ich in 2018 wirklich gemocht habe, das ist bei Michael Mandelberg. Und er wollte ein Bild machen oder ein Porträt machen von Menschen, die hinter diesen mechanischen Abläufen stehen. Das ist der berühmte Film Modern Times mit Charlie Chaplin, der das damals schon so aufgegriffen hat. Das war das 7. Jahr der großen Depression und die Arbeitslosigkeit war also bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Der Michael Mandelberg hat zitiert diesen Film. Er hat den Film ganz kurze Sekundenclips zerschnitten, hat dann Leute angesprochen, und hat jedem dieser Menschen einen Clip gezeigt, einen ganz kurzen Clip, und hat gesagt, sie sollen diesen Clip nachspielen. Ich zeige euch jetzt, was er, einen Extrakt daraus, was er gemacht hat. Die Leute hatten, er hatte keine Kontrolle darüber, was die Leute dann damit gemacht haben. Er hat einfach zusammengeschnitten. Ich suche jetzt wieder mal das Video und glaube, dass nicht mein Fitnessbild wieder kommt.
Ich denke, ihr versteht, wie das gemeint ist. Gut. Mit dieser Arbeit hat er versucht, diese versteckten digitalen Fabriksarbeiter sozusagen wieder in die Realität zu holen und zu zeigen. Hyperfragmentiert, geografisch total verteilt und trotzdem diese Kategorien, Kategorisierungen deutlich darstellend. Wenn wir schon über verdeckte Arbeit sprechen, gehen wir zu den Moderatoren von Social Media Content bei Facebook zum Beispiel. Ich habe ein Interview gehört in Deutschland mit einer Frau, die dort gearbeitet hat. Also eine Social Media Content Moderatorin aus Deutschland. Und sie hat mir erklärt, das mit dem Interview hat sie erklärt, was die, wie die Arbeit dort abläuft und was sie dort tut. Obwohl sie ein Non-Disclosure Agreement unterzeichnet hat, das hat sie offenbar gebrochen. Sie hat erzählt, wie komplex die Arbeit ist. Täglich muss jeder Moderator 1300 Einträge freigeben oder sich anschauen. Das lässt ja nicht sehr viel Zeit, irgendwelche Kontexte oder Analysen von einem Post zu machen oder irgendwelche menschlichen Relationen da einzubauen. Du hast der ganze Prozess der Entscheidung und des Urteils ist in wenige Sekunden eingebettet. Und du verfällst in eine Reihe von Serien von Automatismen, ohne dass du dafür nachdenkst. Und in der Nacht hat sie dann diese Entscheidungen nochmal nachgeträumt. Das hat sie ganz fürchterliche Inhalte, die sie teilweise moderieren musste. Und sie hat gesagt, also dass sie träumt, dass sie dieselbe automatische Bewegung wieder und wieder und wieder macht, so wie in dem Film von Charlie Chaplin. Aber das liegt unter anderem daran, dass damals wie heute gewisse Dinge von Maschinen oder in unserem Fall von Robotern, also von digitalen Maschinen, nicht gemacht werden können. Maybe laziness and all their human defects. I thought someone had asked me something. Ich habe gedacht, jemand fragt mich was. Entschuldigung. Die Lösung war, das aus den Menschen Maschinen zu machen oder sie wie Maschinen zu behandeln und einzusetzen, um all ihre menschlichen Eigenschaften wie Müdigkeit oder Vergesslichkeit oder blöde Witze oder was auch immer auf möglichst ein Minimum zu reduzieren. Also inside Google Office hier schaut das auf ganz locker und menschlich aus und es ist ganz open und heftig und cool und in Wirklichkeit ist die Arbeit mechanisch, tötend, automatisiert. Das kann man vergleichen mit der Arbeit von Arbeitern in Amazon Lagern. Die haben diese Device, was sie da tragen an der Hand, und das misst, das identifiziert und misst, was sie tun, wie sie tun und wie schnell sie es machen und ob sie es innerhalb der Zeit, der vorgeschriebenen Zeit machen. Und das macht Amazon eigentlich zu einer Art Remote Control von den Arbeitern. Da gibt es ein Amazon-Patent für ein Armband, das nimmt Ultraschall, verfolgt, um die Handbewegungen gemacht werden, die Leute was aufs Band legen und wie sie arbeiten. Damit sie ihre Kontrolle noch weiter ausbauen können. Da ist ein Amazon Warehouse.
Wir sagen immer Amazon, Amazon. Das geht aber natürlich auch noch woanders. Auchan ist eine große Kette in Frankreich, eine Supermarktkette. Ocean Drive. So if you're a customer and you don't want to go to the supermarket to do your groceries, you wenn du, wenn du nicht als Kunde nicht mehr in den Supermarkt gehen willst, dann gehst du online und bestellst dir das und dann wird das bei Auchan zum Beispiel genauso zusammengestellt wie im Amazon Warehouse. Und at Ocean Drive, and as you can see, they were the same. Wie ihr seht, die tragen einen ähnlichen Mikrocontroller, der die Handbewegungen kontrolliert und misst, wie die Amazon-Leute. Was mich am meisten gestört hat in der Sache, wenn sie die Liste der Sachen bekommen, die sie suchen müssen, und drei Bananen, zwei Packel Milch, die kriegen nur Nummern. Geht zur Halle Reihe sowieso und nimmt die Nummer sowieso. Weil Amazon, also Auchan, das per Nummer vorschreibt und nicht per Artikel. Das entmenschlicht die Sache natürlich noch wesentlich mehr. Their boss would have, and if they are particularly rebellious, they send them into frozen food, so they spend the day in the cold. Und wenn sie dann rebellieren dagegen, werden sie zum Beispiel für einen Tag versetzt in die Tiefkühlabteilung, wo sie dann in der Tiefkühlhacke arbeiten müssen. Das nächste ist, das sind Grinders, also das sind Leute, die sich nicht scheuen, irgendwelche Sachen in ihren Körper einpflanzen zu lassen. Das erweitert die Möglichkeiten ihrer Perzeptionen und ihrer Fähigkeiten. Das wurde auf einem Kongress in 2006 vorgestellt. Hat sich ein Mädel Magnete in ihre Finger einbauen lassen. Er ist eine sehr Vision von Maschinen, die komplett, sie sind sehr unterschiedlich von denen, die das Silicon Valley verkauft werden. Ich finde es aber gleichermaßen faszinierend, die Art, wie die Technologie kennenlernen möchten. Ja. Also im dritten Teil meines Vortrags, also der erste Teil war über die Verwirrung zwischen der Intelligenz von Maschinen und menschlicher Intelligenz. Der zweite Teil war von der Robot-Intelligenz. Im dritten Teil möchte ich mir die Körper mal angucken. Dieses Mal zwischen menschlichen Körpern und Maschinen. Die PCs der Tiere auch. Frauen hatten schon seit Jahrzehnten Probleme mit ihren Körpern. Sie haben sich da, seit sie die Pille genommen haben, hatten sie schon immer sich darüber Gedanken gemacht. Auch die Leute, die ihr Geschlecht ändern wollen, also die setzen sich auch mit ihrem Körper auseinander. Auch Gender Celebrities, George Georgensen, hat im Zweiten Weltkrieg angefangen als eine Frau und ist jetzt ein Entertainer in den US. Und während ich diese Präsentation zusammengestellt habe, konnte ich nicht hesitieren, dieses eine Bild mit reinzunehmen. Das habe ich während einer Fotoausstellung gesehen. Das wurde in Taiwan aufgenommen und Taiwan, ja, in der Tat, das ist eine Tourismusdestination für Leute, die fliegen wirklich nach Taiwan für das Healthcare-System. Es ist es ist sogar bezahlbar. Und eine der Hotspots ist Geschlechtsveränderung. The operation is finished. In diesem Foto sieht man, wie die Operation abgeschlossen ist. Der Arzt redet mit dem Patienten und redet über ihr neue Vagina. Diese Operation
Ja, der Patient muss natürlich Hormone nehmen vor der Operation. Östrogene, das ist das erste weibliche Hormon, was für eine weibliche Geschlechtsumwandlung verantwortlich ist und auch für die Emotionen. Wenn ihr ein Mann hier im Raum seid, denkt ihr wahrscheinlich, ich gehe jetzt raus aus diesem raus, weil mir Östrogene nicht interessieren. Was machen die mit mir? Ich überzeuge euch jetzt in den nächsten 2 Minuten, dass ihr euch für Östrogen interessieren sollt. Sogar Fische interessieren sich dafür. Ihr habt vielleicht vor ein paar Jahren davon gehört, dass einige sehr besorgt waren, weil Fische, Fischvölker, insbesondere die männlichen Fischvölker, wurden verweiblicht. Ihre Geschlechtsorgane sind manchmal männlich und weiblich. Und sie entdeckten, dass das der Kontakt mit Xenoöstrogenen hervorgerufen hat. Die sind in der Umwelt da und beeinflussen nicht nur Fische, sondern alle Tiere und auch die Menschen. Und wenn ich sage, sie sind überall in der Umwelt, meine ich wirklich in der Umwelt. Oh nein, 10 Minuten. Ja, sehr oft entstehen sie durch industrielle Prozesse. Zum Beispiel Psychoplastik in Schönheitsprodukten, in Produkten, die ihr zu Hause nutzt, um das Haus zu putzen, in PVC. Also sie sind wirklich überall. Manchmal werden sie auch durch die Industrie ins Wasser eingelassen. Deshalb wollte ich euch nochmal abstrakte Kunst zeigen. Es ist eine Art von Juliette Bonnevio. Und sie ist wirklich in dieser Xenoöstrogene interessiert. Sie hat sich da wirklich reingearbeitet und hat geguckt, wo sind die überall präsent. Wo sind die Quellen für diese Xenoöstrogene? Sie hat sie aufeinander aufgeteilt und hat sie in verschiedene Farben geteilt und hat sie dann in Pulver verarbeitet, hat sie vermixt und hat sie dann am Ende auf ein Canvas gekippt und danach sind halt diese Bilder entstanden, diese in verschiedenen Farben, chemische. Das sind diese Art von Dinge, die Xenoöstrogene dem Körper antun können, sind zu höheren Fällen von Krebs verbunden. Zum Beispiel mit der Fruchtbarkeit bereitet das Probleme. Auch den den Eisenspiegel senken sie. Nein, Intelligenzquotienten kann das senken. Genau. Ja, in den nächsten Minuten möchte ich auch mal erwähnen, 2 Projekte, bei denen Frauen erkunden, wie ihre Hormone, wie ihr Körper genutzt werden kann, um andere Beziehungen mit nichtmenschlichen Tieren aufzubauen. Das erste ist ein Projekt von Aiea Segewa. Sie dachte sich, vielleicht ist jetzt Zeit, ein Kind zu kriegen, aber möchtest du wirklich ein Kind kriegen? Es ist natürlich viel Verantwortlichkeit. Es gibt eine Überbevölkerung. Es gibt diese ganzen schwierigen Zeiten mit ihren Kindern. Sie hatte auch noch ein anderes Dilemma. Sie würde gerne essen und sie möchte auch gerne mit anderen Spezien teilen, zum Beispiel Delfinen oder Wale. Sie, auf der einen Seite mag sie die zu essen, auf der anderen Seite mag sie, sie trägt dabei zu ihrem Verschwinden bei. Also das ist die Lösung, die sie gefunden hat. Es ist sehr spekulativ, dieses Projekt. Vielleicht könnte sie ja Geburt zu einem Delfin geben. Das heißt, sie wäre dann die Leihmutter für einen Delfin und würde dann sehen, wie ihr Bauch die Gebärmutter für einen Delfin ist. Also hat sie Experten befragt in dieser Biologie-Spezies und sie haben ihr gesagt, dass technisch gesehen ist es wirklich möglich. Sie müsste nur synthetische Biologie durchführen, um ihre Plazenta zu verändern, um dieses sie muss die Plazenta des Babys verändern, damit die ganzen Nährstoffe da sind, die ganzen Hormone, der Sauerstoff, damit alles wirklich an das Baby ankommen kann. Nur die Antikörper, die soll sie nicht ändern, weil die könnten den Körper zerstören.
Also in dem Szenario klappt alles. Sie gibt Geburt zu einem Delfin. Sie gibt ihm die Antikörper, sie gibt ihm die Milch, damit er wachsen kann. Und wenn es eines Tages ein Erwachsener ist, dann kann der Delfin ins Wasser entlassen werden, um mit ihrer Familie zu sein. Und wenn es gefischt wird, dann könnte sie es natürlich essen, hätte es wieder in ihren eigenen Körper drin. Als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich nicht gelacht. Ich dachte, es ist wirklich, wirklich abstoßend. Aber je länger ich darüber nachdenke, umso kluger denke ich, dass dieses Projekt ist. Es macht nicht wirklich Sinn, einem Geburt zu einem anderen Kind zu geben, weil es schon so viele davon auf diesem Planeten gibt. Warum können wir nicht unser reproduktives System nutzen, um Geburt zu anderen Tieren zu geben? Also ich habe 5 Minuten left. Und ja. Gut, ich muss jetzt auswählen, was ich zeigen will. Ich zeige jetzt die Maya Smrekar, die eine Hybridfamilie, die gemeinsame Evolution von Hunden und Menschen, einer ihrer Performances bestand daran. Sie macht eine Performance mit einem erwachsenen Hund und einem kleinen Hund dazu. Sie versucht, ihren Körper dazu beeinflussen, das Baby, das Hundebaby, dass sie laktiert und das Hundebaby zu füttern. Das ist, was hindert Frauen daran, diese Transgender-Struktur einzunehmen. Das hier ist ein Bild aus Metropolis von der Gewalt, die durch eine Frau dargestellt wird. Ich mag dieses Projekt, weil das unseren Anthropozentrismus und unsere Sicht auf die Welt nur über durch unser Selbst versinnbildlicht. Wenn ihr an Open Source Östrogen interessiert seid, dann Mary Maggie und Byron Rich haben dieses Open Source Estrogen Projekt. Verbindungen zu Östrogen und Verbindungen zu ihrer eigenen. Warum spricht sie, wenn sie über Artificial Intelligence spricht? Fragt euch vielleicht, warum ich jetzt über Östrogene rede, wenn ich über AI rede. Wir tendieren dazu zu vergessen, dass hinter der digitalen Welt ja eine materielle, eine reelle Welt steht. Und man braucht Bereiche, um diese Daten zu steuern, zu analysieren. Schaut euch mal an, das menschliche Gehirn hat 2% der Körpermasse, braucht aber 20% der Energie, die der ganze Körper braucht. Ähnlich ist das mit der Artificial Intelligence. Es kennt sich die ganzen Diskussionen um Energiewandel. Auch da müssen wir uns die Frage stellen, wie. Also da wird dann diskutiert, wir können die ganzen Energiebedarf als grüne Energie, aber das ist nicht wirklich grün. Außerdem müssen wir dazu für die moderne Technologie und für die Batterietechnologie seltene Erden meinen, die wir nur bedingt. Und da gibt es hier zum Beispiel das Projekt, dass die periodisches Chemiesystem aus der Mittelschule mit den, wo uns die Rohstoffe ausgehen werden, also welcher Bereich aus den verschiedenen Elementen hier verschwinden wird, wenn wir uns dann nicht was einfallen lassen. Und das ist einer aus China, der Lu Guang. Da gibt es Mayadama. Golfer ignorieren einen explodierenden Vulkan auf Hawaii, auch im Heuer noch.
Ich mache relativ viele Talks, wo Kunst und Technologie zusammen sind, auf sehr vielen Technologiekonferenzen. Und ich denke mir, dass gerade in der Technologie eine sehr große Toleranz besteht gegenüber der Zukunft. Naja, das wird schon irgendwie werden. Also wenn man sie fragt, was du für Einschläge hast, wie das in der Zukunft wird, sind sie relativ positiv eingestellt, obwohl sie doch wissen, dass die Technologie, so wie sie sie präsentiert, ein ganz anderes Bild zeigt. And to obsess with what I would call the technofix, this tendency we have to see a problem and we and to think, well, if we throw more technology on top of it, we are going to solve it. Wir glauben auch, dass wenn wir Probleme haben, dass wenn wir genug Technologie drauf anwenden, wird das die Probleme lösen. Das hier ist das gefrorene Bein eines 28.000 Jahre alten Mammuts, das man in Sibirien ausgegraben hat, im Laboratorium in Jakutsk. Das können wir tadellos handeln. Gleichzeitig können wir zerstören wir unsere Umwelt. Zwischen 180 und 200 Spezies verschwinden jährlich. Und das juckt die Technologie auch nicht mehr als andere. Wir modifizieren, handeln, dass sie Eier von anderen legen können. Wir züchten künstliches Fleisch. Die sind natürlich nicht genfrei, obwohl wir behaupten, dass sie gentechnikfrei sind. Ich glaube nicht, dass ich habe nicht den Eindruck, dass das die besten Lösungen sind, mit denen wir unseren Planeten retten werden. Es gibt sicher Lösungen, aber sie ist nicht sexy und sie ist nicht einfach. Und es gibt keinen Plan B. Ich war jetzt ein bisschen Vegan-Propaganda hier auch noch hineingeschummelt. Should we get excited because someone in Japan has made some tiny Sollte es uns vielleicht aufregen, dass jemand in Japan dass sie kleine Drohnen einsetzen, die Pflanzen bestäuben, weil die Bienen und die Insekten verschwinden. Sollten wir Geoengineering verwenden, um das Wetter zu korrigieren? Das ist zum Beispiel ein Bild, dass man abgebrauntes Gras in Kalifornien grün anstreicht, damit es grün ausschaut. Ihr wisst, dass Kalifornien die größten Dürren seit vielen Jahren hat. Haben sie einen wunderschönen Rasen, dann vergilbt er und dann ruft er wen an und dann kommt er und streicht das wieder grün an. Also, das ist schon eine technologische Lösung, aber das ist nicht das, was ich mir als Lösung im Sinne einer positiven Welt vorstelle. Okay, so that's why I wanted to bring all these really contrasting visions. Deshalb wollte ich diese ganzen verschiedenen, teilweise kontrastierenden Visionen bringen. Aber wir werden irgendwann einmal diese Dialoge führen müssen, weil es gibt nur eine Menschheit. Ich bin wirklich schlecht im Schlüsse ziehen. Ich lasse es jetzt einfach offen. Also für mich war 2018 ein wirklich aufregendes Jahr. Also die haben die wunderbar und die Wunder und die das Geheimnisvolle der Technologie sehr schön dargestellt. Und manchmal diese wirklich schwierige Unterhaltung oder diesen schwierigen Diskurs über die Zukunft unseres Planeten. Und nicht nur unsere Form des Lebens, sondern auch und Intelligenz. Ich denke mir, wir müssen in Wirklichkeit einen Dialog führen zwischen dem menschlichen, dem tierischen und der mineralogischen Welt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Geduld. Ja,
Thank you, Regine, for the very interesting, times a bit confusing talk about, I'm still thinking about the dolphin part, but anyway. but by the way, this grass painting thing is maybe something... Okay, ja. Dieses Grasanmal-Ding kann ich auch etwas, das ich zu Hause benutzen kann. Okay, aber wir haben jetzt ein paar Fragen. Hi, I have a question on a particular part. Ich habe eine Frage zu einem Teil am Anfang. Am Anfang hast du über AI, also KI in Kunst geredet und über Programme, die Bilder malen oder Text malen. Hast du über künstliche Intelligenz gehört, die Ideen für, sagen wir, eine Kunstinstallation entwickeln? Ja, tatsächlich habe ich, wenn du heute in das Programm gehst und heute oder morgen Abend gibt es einen Talk von Maria und Mardikola, zwei Künstlern, und der Titel ist Disnovation. Und ich glaube, dass du dir gefallen könnte, was sie machen. Ich weiß nicht genau, was sie heute präsentieren werden, aber sie hatten ein Projekt, wo sie einen Bot hatten, das ist auf Twitter, und da geht durch ein paar Blogs und Zeitungen über Kreativität und Technologie und benutzt all diese Daten, um wirklich verrückte oder dumme Titel für Installationen generiert. Und dann fordern die Künstler, andere Künstler heraus, diese Tweets zu nehmen, die wirklich verrückt sind, und eine Installation daraus zu machen. Das ist auch wieder eine, ja, lustige Art, künstliche Intelligenz für Installationen zu benutzen. Jetzt fällt mir gerade nichts anderes an. Aber wenn du willst, kannst du mir fragen, und wenn mein Gehirn wieder eingeschaltet ist nach dem Vortrag, dann habe ich vielleicht auch andere Ideen. Okay, any more questions? Mehr Fragen? I don't see any. Ah, there, over there. Microphone 4, please. Yeah, I was wondering if... Ich habe mich gewundert, oder es ist vermutlich sicherer, dass wir uns entwickeln. Es gibt auch immer die Dinge, dass wir in relativ kurzer Zeit Dinge die machen, um die Menschheit über verschiedene Planeten verteilen zu müssen mit menschlicher Modifikation. Ich habe die Frage nicht verstanden. So in general, we're im Allgemeinen, wir als wir müssen die werden wir als menschliche Rasse nicht mehr lange auf diesem Planeten überleben können. Und es gibt ein paar neue Entwicklungen, dass wir zum Beispiel relativ kurzer Zeit zum Mars gehen können. Ich glaube das nicht. Ich meine, wer will zu dem Planeten gehen wollen? Ich meine, ja, es wird in Australien sein, wie wir schicken Gefangene und Kriminelle dahin, aber wer will da sein? Ich meine, ich sehe, worauf du hinausgehst. Aber ich bin optimistischer über die Zukunft, als du bist. Ich denke, wir können immer noch auf diesem Planeten überleben, auch wenn wir sehr viele werden. Wir haben nur andere Werte, Wege zu finden, wie wir kommunizieren. Aber das ist vielleicht meine feministische Seite, die redet. Ja, ich glaube, ohne viel Modifikation zu den Menschen wird das nicht funktionieren, bedauerlicherweise. Ich hoffe, dass wir keinen Plan B brauchen, aber ich denke, wir brauchen... ich hoffe, dass ich tot bin, wenn das passiert. Okay, I don't see any more questions, so let's... Keine weiteren
Fragen. Wir danken dem Sprecher.